bin die Michaela, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Fürth, dem schönen Franken. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite in der Onkologie. Ich weiß auch nicht, warum ich Single bin. Es schafft einfach vielleicht 99% der Männer, es nicht mehr eine Frau anzusprechen. Es wird wirklich nur noch geswiped und geliked und geliked und darauf stehe ich halt einfach gar nicht. Robert wirkt eher wie ein selbstbewusster Mann, auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, dass ich einen interessanten Menschen kennenlerne und er mich vielleicht flasht, ja. Und ich ihn natürlich auch, ja. Und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen, Michaela. Setzt euch, ihr Lieben. So. So schnell sieht man sich wieder bei Matchmakers, hä? Ja, hallo. Wie ist denn für dich jetzt, ihn wirklich wiederzusehen? Live in Stereo. Da sitzt da der Mann. Ja, schön. Ich meine, man kann ihn ja auch gut anschauen, oder? Ja. Da hast du wohl recht. Wir haben nämlich tatsächlich überlegt, wie kriegen wir dich vor unsere versteckten Kameras? Und dann haben wir uns gesagt, hey, wir buchen ihn einfach als Fotomodel. Hat geklappt. Du bist angesprungen. Und eins kann ich Ihnen versprechen. Es ging nicht immer nur darum, gut auszusehen. In diesem Fotostudio hier wird Robert heute ausnahmsweise nicht hinter, sondern vor der Kamera sein. Ein befreundeter Fotograf hat ihn gebeten, bei einer Kollegin als Model einzuspringen. So Jungs, ihr habt euch als Date für Robert eine wunderschöne Frau ausgesucht. Das hier ist Michaela. Hi. Und der Basti. Stefan, hallo. Hi. Grüß dich, Digga. Bruder von Robert. Ah ja, schön. Cool. Servus, Michaela. Geht's dir gut? Ja, aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja, ja. Aber mir geht's gut. Okay. Danke. Sag mal, was machst du beruflich? Ich bin Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpflegerin, ja. Robert hat ja Arzthelfer gelernt. Also, das trifft sie eigentlich ganz gut, ja. Ansonsten wünsche ich dir einfach nur viel, viel Spaß. Genieß dein Date. Vielen Dank. Hab eine gute Zeit, ja? Viel Spaß. Wir drücken dir die Daumen. Dann, ciao. Was ist euer erster Eindruck? Süß, sympathisch. Ich glaube, das könnte echt was werden. Ja? Ja, sieht absolut gut aus. Also live noch viel besser als auf den Fotos. Los geht's. Da kommt er. Hey. Alter, the man in black mit Sonnenbrille hier. Cool, man, oder? Ein Lächeln im Gesicht. Hallo, ich bin's. Hi. Hi, Michaela, servus. Guck mal hier, gleich Erstkontakt. Pussy, sehr gut. Schön, kannst einfach gleich mal damit hinnehmen. Hocken wir uns kurz ein bisschen hin. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, hat ein nettes Grinsen drauf, wenn er so in ihre Richtung schaut. Die Fotografin möchte ihre Fotobox bei Hochzeiten anbieten. Die Gäste sollen mit verrückten Requisiten lustige Bilder machen. Robert und Michaela werden also Hochzeitsgäste vor der Kamera spielen. Genau, pack mal aus, dass ich mir den mal so anschauen kann, kurz. Ich hab den jetzt gar nicht so genau angeguckt. Das letzte Mal, als ich nachher auf einer Hochzeit. Also ich hoffe, das sind jetzt keine Flecken. Ja, nein, nein, das ist mit den Blumen, bitte nicht. Aber dann machen wir das Tuch raus, oder nicht? Nee, oder nein, nee, raus. Gut, raus. Sorry, nee, sorry. Das schaut bestimmt angezogen wunderbar aus. Die Michaela scheint auch zu wissen, was sie will, ne? Robert muss sich noch umziehen und dann kann's auch schon losgehen. Die ist schon eine Hübsche, ne? Absolut, ja. Ah, da ist er. Guck mal, wie sie schaut. Ich glaube, sie findet ihn auch ganz nett, ne? Genau, und die Fliege? Könntest du ihm die nicht gleich umbinden? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, oder? Woran merkt man bei Robert, dass der ein Mädel toll findet? Also dieses verschmitzte Grinsen auch, so dieses so, das ist, glaube ich, schon ein guter Indikator dafür. Wie alt bist du? Ungefähr 32. Wie alt bist du? Was schätzt du? Ja, damit kann ich nur ein Fettnäpfchen treten. Was? Nein. Die flirten doch schon, oder? Warte, ich will auf die Seite. Genau, darum geht's, dass ihr das quasi jetzt selber rausfindet, okay. So wie die Gäste auf der Hochzeit auch. Machen wir erstmal. Also Fremdeln sieht anders aus, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen die Requisiten zum Einsatz. Ist so ein Kuss auf die Wange okay eigentlich? Hier. Weiter nicht. Hier. Gut, dann. Oh, schön. Der erste Kuss. Voila. Sag mal, wie lange kennen die sich jetzt? Halbe Stunde? Das ging ja schnell. Ja, oh. Mein Schleier fällt.
geht schon heiß her. Was machst du? Arme ausbreiten, genau. My shirt. Nochmal küssen. Mhm. Nicht mal mit Zunge. Das auch nicht groß. Mir gefällt es sehr gut. Ich nehme die Kamera gleich mal mit und schaue noch mal kurz drauf und bin dann gleich weg. Damit die beiden alleine bleiben können, schicken wir die Fotografin noch mal weg, um ein anderes Kameraobjektiv zu holen. Doch Robert und Michaela scheint das gar nicht zu interessieren. Während ich weg bin, könnt ihr auch noch mal Fotos machen. Ich bin in 20 Minuten wieder da. Ciao. Tschüss. So, jetzt sind sie richtig allein. Und das hat auch gut geklappt. So Fränkisch. Fränkisch. Ja. Hörst du das nicht? Doch. Echt? So arg. Das finde ich süß. Ja. Fränkisch findet er süß. Auf Dialekte scheint er zu stehen, oder? Ja, scheint so. Ja, mit 25 dachte ich eigentlich nicht, dass ich jetzt so Single rumhocke und in der WG lebe. Weißt du? Ja, aber mit 25 ist in der WG leben ja noch ganz cool, eigentlich, finde ich. Ich finde es aber auch schön anzusehen, dass die beiden sich ernsthaft unterhalten können. Ne? Das ist irgendwie nicht aufgesetzt, sondern es ist einfach wirklich ein schönes Gespräch. Ja. Hast du Haustiere? Nein, nee, das geht in der WG nicht. Also, wie gesagt, auch so, wie sollen wir das machen? Wir hätten voll gern einen Hund. Ja, ich hätte auch voll gern. Yes, sie finden beide Hunde gut. Als Kind hattest du da irgendwelche Haustiere? Meerschweinchen. So, super cool, ja. Ja, und die, meine Mutter, meine Mama. Meine Mutter. Entschuldigung. Also ganz ehrlich, Angela hat den beiden ja auch eine Aufgabe gegeben. Was wird nicht, sie sind umquatschen, ne? Und ein bisschen flirten ist auch dabei. Natürlich, ja. Egoist. Die Fotografin ist zurück und die beiden sind ab jetzt nicht mehr allein. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Hallo. Aber wir haben noch kein Bild gemacht. Stimmt. Oh, oh. Wir haben es geschafft, in 20 Minuten kein einziges Foto zu machen. Deswegen werden mit dem neuen Objektiv jetzt noch die letzten Bilder vom Hochzeitsgästepaar geschossen. Also es schaut gut aus. Ich hab alles. Das Date geht langsam Richtung Ende. Gott sei Dank bist du gekommen und nichts anderes. Was? Gott sei Dank bist du gekommen, kein anderer. Oh. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Wenn jetzt ein Mädel da ist. Wusstest du, dass noch ein Mädel da ist? Ja, oder? Das habe ich schon gewusst. Aber man weiß ja immer nicht, wer. Ja. Das waren ja hier schon ganz eindeutige Zeichen. Scheint keiner so richtig los zu wollen, ne? Mhm. Ich das nicht sehen. Ja. Kannst du mal dann schicken, wenn du Lust hast. Jetzt wird es spannend. Jetzt bin ich mal ganz kurz ein bisschen sprachlos, ne? Er sagt nur, schick mir mal die Fotos. Sie sagt, ja, hier ist das Telefon. Er speichert seine Nummer bei ihr ein und ruft sich auch noch an. Damit hat er auch ihre Nummer. Ja. Champions League. Oder? Alter, ist der cool. Das Shooting ist vorbei und Michaela muss noch da bleiben, um einen anderen Fototermin mit der Fotografin zu besprechen. Ich schreibe es hier. Und er schickt dir die Bilder. Gut, also, habe ich sehr gefreut. Ja. Oh, eine lange Umarmung mit einem kleinen Wangenkuss. Schön. Vielleicht hört man sich mal wieder. Genau, du schickst mir die Bilder auf jeden Fall. Mach's gut, schönen Tag. Ja.